Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir versuchen uns noch mal ein bisschen weiter aufzuskillen, da wir ja noch immer sehr sehr low sind vom Level. Wir sind jetzt Stufe 1, gehören aber keiner Gilde an. Und ich würde gerne auf Stufe 2 oder 3 versuchen hochzukommen. Aber wir kommen ja auch schon gegen die Scavengers gut an. Mittlerweile. Und wir befinden uns ja noch sehr viel hier am alten Lager. Ich würde auch gerne mal weitergehen. Und schauen, was wir noch so finden, hinkriegen. Ach, das ist nur eine Maurer. Ein einzelne Maurer. Okay. Jo. So, das nehmen wir mit. Und hier nochmal Serapis und die Höllenpilze. 5 Stück sogar hier. Krass. Dass hier gleich 5 Stück sind. Da haben wir noch ein paar Scavengers. Das sind aber ein bisschen viele. Schauen wir mal, wie wir gegen die klarkommen. 4 Stück sind hier. Jo. Jo, 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 jo. Machen wir mal die Axt weg. Das war jetzt ein bisschen heftig. Okay, dann essen wir jetzt eben noch mal schnell. Hier. Kommen wir gleich gegen die wieder an. So, und noch ein Versuch. Jo, alles klar. Nochmal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Die sind immer noch hinter mir her, okay. So. Nochmal. Das schaffen wir aber. So, machen wir erstmal den da. So. Und wo ist der andere? Okay, da hinten. So. Dann sammeln wir alles mal ein, was wir hier erlegt haben. So. Nice. Nee, so. Hallo. Wieder zurück. Hier, so. Lag hier nicht noch einer irgendwo? Wir hatten doch gerade noch einen erlegt. Irgendwo hatten wir doch noch einen erlegt gehabt, oder ist er jetzt gedespawnt? Der ist schon leer. Hä? Der müsste hier doch irgendwo liegen. Okay, dann halt nicht. So, dann machen wir trotzdem mal ein Safe Game. So. Ach komm. Nochmal 40 und den hier. So.
schon sein. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Haben wir wieder ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt? Nee, bitte. So, genau so war das. Und es ist schon wieder dunkel. Aber die jungen Scavengers geben relativ wenig Schaden. So, mal schauen, gibt es hier noch irgendwo irgendwas? Da sind andere Tiere. Das sind Wölfe, oder? Jo. Okay. Gegen Wölfe kommen wir noch gar nicht an. Gegen Wölfe sind wir noch zu schwach. Oh, noch ein Ockblatt. Ich sehe aber jetzt gerade fast gar nichts da hinten. Kommen wir gegen die Viecher an? Jo, die sind schon... Okay, die sind schon sehr, sehr stark. Die sind auch noch zu stark für uns. Dann gehen wir am besten. Dann machen wir das erstmal hauptsächlich nur mit den Scavengers. Und halt den Maul Rats. Da hinten hatten wir ja noch ein paar Maul Rats. Wie sieht es jetzt mit 1140 haben wir? Nice. So. Okay, die schnappen wir uns, das Junge. Out. Komm. So, und... So. Ich glaube, da kommen wir erstmal nicht weiter. Ich glaube, hier müssten wir schon. Wir müssen schon hier durchschwimmen. Ja, gegen den will ich jetzt noch nicht kämpfen. Dann machen wir aber hier jetzt ein Safe Game. Und Nahrung, was können wir uns mal gönnen? Die hier. Siebzehn haben wir jetzt rohes Fleisch wieder. So, warte mal, was sagt denn die Uhr in dem Game? Wie spät haben wir es? Wo sieht man das nochmal? Hier, 21.17 Uhr. Manche lernen eben gar nichts. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwo vielleicht doch noch ein Bett finden. Dass wir pennen können. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir? 1220. So. Vielleicht geht das so schneller. Ich weiß es nicht.
hoffe, dass es so schneller geht. Jo, das geht tatsächlich so schneller. 34 haben wir jetzt. Und ich habe es nur ausprobiert. Was ist denn jetzt hier los? Okay. Nächstes los. So, was haben wir eigentlich noch so alles im Inventar? 12 Erze, 18 Münzen, 4 Dietriche. Das Siegel darf nicht geöffnet werden. Okay, sonst haben wir hier nichts. Ich will gerne wissen, was in der Kiste ist. Wie hieß der nochmal? Bruno. Okay, da darf ich nicht einfach so ran. Oder es geht einfach nicht. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Ich dachte, das wäre schon lange. Ne, wir gucken mal, wo ist nochmal Mordrang? Mordrak? Der letzte Scheiß. Früher. Der letzte Scheiß, geil. So. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Oh, Entschuldigung. So, was kann ich ihm verkaufen? Ah, ich habe nichts. Okay, dann egal. So. Gegen den will ich jetzt aber auch noch nicht kämpfen. Aber wir könnten es mal riskieren, gegen die Goblins da hinten nochmal anzutreten. Wenn wir mal dahin gehen. Oder hier gegen die Jungs Scavengers. Hier sind ja wieder zwei. Nee, das sind normale Scavengers. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte so. Und den hier. So, dann können wir jetzt nochmal hier den hier essen. Ein Safe Game machen. Dann schauen wir mal, ob wir gegen das da ankommen. Was ist das? Oh, Alter, was? Okay, gegen den kommen wir gar nicht an. Können wir aber hier hin? Ohne dass uns was passiert. Was haben wir hier? Eine Fackel. Bier. Was ist denn das? Schüssel. Orkblatt. Eine Truhe. Nehmen wir mit. Gibt es hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Sehen tue ich nämlich gar nichts hier. Ah, hier. Und mal ein paar Wildbeeren. Und da sind auch noch ein paar Scavengers. So, 1320 haben wir. So, machen wir nochmal ein Safe Game. Jo. Ah, hier sind mehrere. Die nehmen wir mit. Und da sind noch ein paar. Geil, wir haben es geschafft.
können wir jetzt gleich wieder zurück. Beziehungsweise jetzt erstmal was essen. So, was können wir denn essen? Bringt das was? Bier. Habe jetzt nicht gesehen, ob das uns was gebracht hat. So, dann essen wir mal das Orkblatt. Das wird wohl reichen. Und machen jetzt nochmal ein Safe Game. Ah, da ist eine Brücke. Dann können wir... Nee, da ist der Varan. Da kommen wir nicht so einfach rüber. Der wird uns abmurksen. Vor allem, weil er schneller ist als wir. Aber dann können wir das Bier verkaufen als Beispiel. Weil wir das Bier gar nicht brauchen. Beziehungsweise wir suchen mal. Stufe 2520 haben wir. Wir suchen noch mal Diego. Hey du! Ich würde gerne wissen, wo ich jetzt pennen kann. Irgendwo bei der Arena hatten die gesagt gehabt. Irgendwo hier soll ja noch eine Hütte frei sein. Das hier? Hey, du! Ja? Wer ist hier der Boss? Wie kann ich mich diesem Lager anschließen? Wo finde ich Toros, Diego und Ned zurück? Nee, ich würde gerne wissen, wo meine Kajüte ist, mein Bett, mein Zimmer. Schinken. Jo, dann bis zum nächsten Morgen, pennen wir mal. Du hast geschlafen und ja. Ah, okay. Hey, du! Was? Wie steht's? Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben. Selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Jo, alles klar. Du meinst? Ich gehe dann mal wieder zu Diego. Da soll mich wieder in Geschick und in Dingenskirchen, wie heißt das da, in Stärke trainieren. So, da haben wir einen Schatten. Gardist. Wo ist Diego? Hier unten waren wir noch gar nicht. Komm, die Pfanne. Jo, haben wir alle durch. Der wäscht sich erstmal 1000 Jahre. Jetzt will ich mal wissen, was hier hinten gibt. Hier hinten waren wir noch gar nicht. Butler. Noch ein Butler. Wer weiß, vielleicht ist hier, genau hier irgendwo mein Zuhause. Whistler. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Ich glaube kaum, dass ich da was ändere. Lass uns lieber noch was anderes machen.
Gardist? Hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Hast du eine Rüstung für mich? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Butlerhose kurz vor Waffen, 15, Feuer 5, 500 Erz, leichte, wo soll ich das bitte herholen? Zeig mir deine Ware. Wo soll ich die denn bitte herholen? Hier, die darfst du haben. Dann hier, Bier darfst du haben. Was können wir hier noch verkaufen? Komm, eigentlich. Eigentlich die Spitzhacke. So. Jo. Der Schläfer sei mit dir, Fremd. Papas? Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Und was ist der rechte Weg? Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Mach mal ein andermal. Ich will jetzt hier erstmal mich umsehen. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Was ist Sumpfkraut? Was ist Sumpfkraut? Na hier, was? Da kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. So, ich will mich dem Lager aber anschließen. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen, dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Du einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Absolut. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Das ist wirklich nicht mein Problem. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz Vorschuss. Ja, machen wir mal. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Ich will jetzt Erz sehen, oder du kannst dein Rezept selber abholen. Nein, ich will jetzt Erz sehen, oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Gut, vergessen wir die Sache. Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Klar, dass das Ärger gibt. So, aber, oder komm, warte mal. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine Karte da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt, genau. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware.
Ich habe hier nur den besten Stoff. So. Was will er dafür? 50? Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. So. Kann ich es mir leisten? Annehmen? Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Kann ich mir nicht leisten, ne? Kann schon sein, aber wen interessiert das? Wer quatscht, wird viel. Der wirklich bucht sich Erz dafür. Okay, dann lassen wir das mal. Kaum, dass ich daran was ändern werde. Wo kriege ich Erz her? Ich glaube kaum, dass ich daran... Ich muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Ah, hier kommen wir. Zum Mordrang. Das ist der ungestützte Turm, glaube ich. Der Südausgang. So, jetzt ist wirklich die Frage, wie komme ich an Erz? So, beziehungsweise jetzt erstmal Diego suchen. Ach nee. Hast du was zu essen für mich? Da ich ja sowas wie Besuch bin, fände ich es toll, wenn du mir was geben würdest. Das gehört sich so. Das haben mir meine Freunde in Korinis beigebracht. Die hatten mich echt gerne. So, bald haben wir den los. Bald sind wir wirklich mattlos. Ich werde ihn nicht umbringen, ich werde ihn nur K.O. hauen. Irgendwie. Zumindest versuchen. Ah, hier haben wir Diego. So. Was, woran? Kannst du mir was beibringen? Genau da. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ja, da will ich noch mal ein bisschen besser werden. Einmal Geschick und noch mal Stärke. So. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. So. Mach's gut. Was will der schon wieder? So, wie viele Lernpunkte haben wir jetzt? Null. So, wo finden wir jetzt die alte Mine? Wo könnte die jetzt sein? Wir müssen ja für Diego die alte Mine finden. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Wieder einstecken. Beziehungsweise jetzt erstmal nochmal Save Game machen. Wir haben jetzt lange nicht gespeichert. Und um nur ganz sicher zu gehen. Dass wir hier jetzt nicht aus Versehen nochmal drauf gehen oder so. Ich würde dann mal vielleicht hier entlang gehen. Ah, da sind die Wölfe. Dann gehen wir lieber einen anderen Weg. Und die Wölfe kommen wir noch nicht an. So, wo führt denn der Weg da hinten nochmal? Ach, da ist ja kein Weg bei denen. Der in diese Richtung führt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay, die sind auch schon weg, die hier waren. Okay, dann schauen wir mal, wo es nach da oben hinführt. Aber das eine Vogelfiech ist weg, hier, Scavenger. Das sind keine Scavengers. Das sind kleine Dinos.
Das sind sehr viele kleine Dinos. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir stark genug gegen die sind. Sollen wir es vielleicht dann nochmal mit den Goblins versuchen? Ich würde es nochmal dann mit den Goblins versuchen wollen. Vielleicht schaffen wir es da. Ich vergesse mal, dass Schiff hier nicht rennen ist, sondern langsam laufen. Achso, nee, das, ich dachte, da wäre jetzt wieder so ein Viech. Waren die Goblins hier? Ich glaube, die waren hier. Ach nee, nicht diese Mücken. Die sind noch zu stark. Obwohl, wir sind jetzt Level Stufe 2. Irgendwie würde ich noch gerne auf Stufe 3 kommen wollen. Jetzt erstmal. Bevor wir groß was machen. Da vorne haben wir ja das Goblin-Lager. Oder wir können jetzt einmal hier geradeaus weitergehen und schauen, was wir da finden. Ich hoffe jetzt nichts, was uns jetzt großartig Schaden zufügt oder kaputt macht. Okay, hier haben wir nochmal eine Wache. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Ich glaube nicht, dass ich das will. Dann solltest du besser keinen Schritt mehr weiter tun. Okay, da geht's ins Orkgebiet. Also da gehen wir dann erstmal lieber nicht hin. Dann ist da vermutlich ist noch zu gefährlich für uns. So, mal schauen, was wir sonst noch hier finden. Genau, hier haben wir den Toten. Da haben wir die Goblins. Dann machen wir hier noch ein Safe Game. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wie wir gegen die Orks hier antreten. Gegen die Goblins. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!